Hey zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Gothic 2, meine lieben Freunde. Wir haben jetzt in der letzten Folge erfahren, wer, je nachdem, der Auftraggeber sein könnte. Oder wir haben einen Hinweis erhalten, wo wir den Auftraggeber treffen können. Und dem werden wir jetzt mal nachgehen. Deswegen reden wir jetzt erstmal mit Snuff. Junge, was ist denn hier los? Junge. Huno schickt mich. Sieht aus, als hättest du deinen Mann gefunden. Geh doch mal eine Etage höher, dort wartet jemand auf dich. Okay, eine Etage höher. Schauen wir mal. Muss ich wahrscheinlich hier, ja, hier muss ich hoch. Gespannt. Bisk. Du steckst also hinter dem Attentat? Ja. Esteban steht meinen Geschäften im Weg. Alle Banditen, die für mich arbeiten, lässt er nicht mehr in die Mine. Er sorgt dafür, dass alle für ihn arbeiten. Und nur für ihn. So kann er von jedem Geschäft seinen Teil abkassieren und kontrolliert das gesamte Lager. Ich könnte dich an Esteban verkaufen. Und dann? Was glaubst du, wird dann passieren? Glaubst du, er gibt dir das, was du willst? Vergiss es. Ich habe einen besseren Plan. Was hast du jetzt vor? Wir werden Esteban aus dem Weg räumen. Das heißt, du wirst ihn umlegen und seine Position übernehmen. Solange seine Leibwächter bei ihm sind, habe ich keine Chance. Dann müssen wir sie dazu kriegen, dass sie abhauen. Und zwar mit der Wahrheit. Welche Wahrheit? Du hast deinen Job erledigt. Du weißt, dass ich hinter dem Attentat stecke. Erzähle das Esteban. Und er wird seine Jungs schicken, um mich zu töten. Ich werde sie hier erwarten. Wenn sie weg sind, kannst du dir den Mistkerl vornehmen. Und ich kümmere mich um die Wachen. Okay. Klingt nach einem Plan. Dann werde ich nämlich jetzt Esteban gleich wegklatschen hier. Mietig. Okay, nee, an dem wollte ich jetzt nicht dran. Heiltränke brauen. Kann ich leider nicht. Ich muss Alchemie höher skillen. Das ist natürlich doof, aber egal. Ob wir hier oben noch irgendwo was finden. Nee, hier ist aber nichts mehr großartig. Ich speichere auch mal auf anderen Speicherplätzen, damit hier nichts verloren geht, wenn irgendwie der Fehler auftritt. So, gut, dann werden wir jetzt den Fisk verpfeifen. Da komme ich ja schneller voran, als ich dachte hier in diesem Lager. Ich gedacht, das wird alles ein bisschen länger dauern. Nicht wecken. Was? Wenn du dir selbst einen Gefallen tun willst, dann halte dich von Skinner fern. Der Kerl ist unberechenbar. Den letzten, der ihn geweckt hat, hat er umgebracht. Lass ihn schlafen, das ist das Beste für alle. Das liegt doch auf der Hand. Skinner? Das habe ich früher auch immer gesagt. Er hat ein echt schickes Schwert, ne? Aber ich glaube, ich lege mich da besser nicht mit ihm an. Lassen wir mal lieber, dann legen wir uns jetzt lieber mal mit Esteban an. Der wird bestimmt so ein Hampelmann sein, den man easy weggeklatscht kriegt. Wegen des Auftrags. Pass auf, ich habe noch andere Sachen, um die ich mich kümmern muss. Ich dachte, es interessiert dich vielleicht, wer hinter dem Attentat steckt. Wer ist es? Sag mir seinen Namen, damit meine Wachen ihm den Hals umdrehen können. Der Händler Fisk steckt dahinter. Zurzeit steht er allerdings ahnungslos in der Kneipe und säuft. Gut gemacht, Kleiner. Meine Wachen werden sich um ihn kümmern. Ihr habt's gehört, Jungs. Schnappt euch diesen Fisk. Der muss einfach mehr trainieren. Und wie geht's jetzt weiter? Wie es jetzt weitergeht? Ich sage dir, wie es weitergeht. Fisk wird einen schmerzvollen Tod erleiden. Und jeder im Lager wird davon erfahren. Das wird ihnen allen eine Warnung sein. Immer wieder das Gleiche. Kriege ich jetzt einen roten Stein? Du hast deine Sache gut gemacht. Jemand wie du hat in der Mine nichts verloren. Ich kann dich hier viel besser gebrauchen. Du wirst im Lager bleiben und weiterhin für mich arbeiten. Okay. War doch seine Entscheidung. Willst du mich verarschen? Es war nie die Rede davon, dass ich für dich arbeite. So ein Angebot bekommt nicht jeder. Aber wenn du nicht willst, steht es dir auch frei, das Lager zu verlassen. Wie wäre es, wenn du dein Wort hältst und mir einen roten Stein gibst? Hey, noch ein Wort und meine Wachen müssen dir auch noch wehtun. Welche Wachen? Was? Ich hätte das nicht. Ach, ich verstehe. Du versuchst mich reinzulegen. Na, warte. Ja, komm schon.
Hier hast du dich mit dem Falschen angelegt, Kollege. Ah, okay, nee. Töten brauche ich nicht mehr. So, jetzt habe ich auch meinen roten Stein. Will eben speichern. Was ist das hier für ein Trank? Irgendeinen Trank hier mitgenommen. Keine Ahnung, was für einen genau. Egal. Den Typ haben wir weggeklatscht. Easy. So. Und wenn ich schon gerade in Wegklatschstimmung bin, dann werde ich jetzt den Typen hier auch noch wecken. So, Skinner, steh mal auf, Freundchen. Red mal mit mir jetzt hier. Warum weckst du mich, hä? Ich wette, du weißt es nicht mal. Nein, sag nichts. Jetzt ist es zu spät für Ausreden. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kämpfst gegen mich und meine Betty oder du versuchst wegzulaufen. An deiner Stelle würde ich laufen. Ha! Zeig's ihm! Parier doch! Stehen wirst du ja wohl schaffen! Stehen wirst du ja wohl schaffen! Oh nein, das ist nicht gut, dass er auf dem Bett steht. Immer feste drauf! Oh, Freundchen. Dann nehmen wir mal schön deine Betty, ne? War jetzt eh gerade in Stimmung, Leute umzuklatschen. Von daher hat sich das gelohnt. Sag mal, was kann die Betty denn? Alter Schwede. Die ist ja noch krasser als der Meisterdegen. Aber die macht dafür 10 Schaden weniger. Naja, so heftig ist sie jetzt auch nun wieder nicht. Egal. Gucken wir jetzt nochmal. Kann ich ja in die Kiste? Ja, kann. Oh, 120 Gold. Hat sich gelohnt. Und ich habe einen neuen Schlafplatz. So, mal gucken. Oh, noch mal gucken, wie dein Bett ist, mein Freund. Erstmal schön ausgeschlafen. So. Fisk. Wo bist du denn? Hey, du. Esteban ist erledigt. Darauf habe ich lange gewartet. Ich denke, du hast jetzt einiges zu tun. Und ich muss mich auch wieder um meine Geschäfte kümmern. Also, wenn du noch was brauchst, du weißt, wo du mich findest. Jo, alles klar, bitteschön. So. Jetzt speichere ich erstmal. So, und dann gehen wir mal weiter. Ich komme dem Ziel, dass wir an Raven rankommen, immer näher. Das sind doch alles nur Gerüchte. Von der Sache mit dem Raven immer näher. Das ist schon mal gut. Daran wird sich nie etwas ändern. Hey, du! Das ist kein Geheimnis. Das gibt doch nur noch mehr. Ich habe hier eine Steintafel für dich. Du hast nicht den richtigen Stein. Nur die roten sind von Bedeutung. Das ist doch nichts Neues. Ich habe hier eine rote Steintafel. Okay. Du hast Esteban erledigt. Dann wirst du jetzt seinen Job machen. In der Mine haben sie ein paar Probleme mit Minecrawlern. 3 Butler hat's bereits erwischt. Es ist deine Aufgabe, für Nachschub zu sorgen. Und wann kann ich endlich in die verdammte Mine? Mach deinen Job. Danach kannst du machen, was du willst. Wie kann man sowas nicht machen? Hey, was ist mit deiner Rüstung? Wo kriege ich so eine Rüstung her? Gar nicht. Die Rüstungen sind Ravens Garde vorbehalten. Ich glaube kaum, dass es eine Aufnahmeprüfung für neue Anwärter gibt. Aber letztendlich liegt die Entscheidung nicht bei mir, sondern bei Raven. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Es ist wichtig, dass ich Raven erreiche. Ach ja. Glaubst du etwa, du kannst bis zu ihm vordringen? Seine Garde hat Anordnung, niemanden vorzulassen. Du wärst tot, bevor du ihn auch nur zu Gesicht bekommen würdest. Also schlag dir das aus dem Kopf. Ich speichere erstmal. Ich kann zu dem sagen, er kennt mich nicht aus dem alten Lager. Mal gucken, was der dann macht. Erkennst du mich nicht? Aus dem alten Lager. Du bist einer der Gefangenen. Vielleicht warst du einer meiner Gardisten. Und? Macht uns das jetzt zu Verbündeten? Nein, das macht es uns nicht. Vielleicht bist du der Typ, der die Barriere zum Einsturz gebracht hat. Vielleicht hast du auch meine Kumpels umgebracht. Na und? Die Zeiten sind vorbei. Oh je, okay. Komm, lass mich rein. Um der guten alten Zeiten willen. Jetzt will ich dir mal was erklären. Weißt du, warum ich noch am Leben bin? Weil ich immer zu meinen Leuten loyal war. Ich muss nicht mit allem einverstanden sein, was Raven tut.
Aber ich werde mich an die Regeln halten. Und das wirst du auch. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Das wird sich nie ändern. Da müssen wir jetzt erstmal drei Buddler da wieder reinschicken. Ich weiß auch schon, wie wir das machen. Der muss einfach mehr trainieren. Mich brauchst du das nicht zu fragen. War? Nehmen wir jetzt den hier mal. Du wirst in der Mine gebraucht. Du hast ja tatsächlich einen roten Stein für mich. Ausgezeichnet. Jetzt werde ich diesen verdammten Fels zu Krümeln verarbeiten. Ich weiß auch schon genau, wo ich hingehe. Noch eine Sache. Wenn du schürfen gehst, pass auf, dass du nicht zu feste drauf haust. Sonst verkeilt sich deine Spitzhacke im Gold. Du wirst in der Mine gebraucht. Alles klar, Chef. Du willst den Besten in der Mine sehen? Dann will ich mal wieder. Ach, noch was. Ich verrate dir mal ein Butler-Geheimnis. Ab und zu bietet es sich an, einen Trümmerschlag anzusetzen. Wenn du ein paar Mal gehackt hast und es ist nichts dabei rumgekommen, dann zieh die Spitze der Hacke quer über den Fels. Mit etwas Glück kriegst du sogleich mehrere Brocken. Danke für den Hinweis. Du wirst in der Mine gebraucht. So, du bist jetzt also der Boss hier, okay? Da werde ich mal losziehen. Wen haben wir denn hier noch? Bandit. Ich hab doch noch einen roten Stein übrig, ne? Oder? Sogar zwei. Gibt's hier noch andere Buddler, die ich da reinschicken könnte? Nee, ne? Ich könnte dir Sachen erzählen. Ja, dann gehen wir erstmal wieder hoch. Jetzt habe ich ja drei Buddler. War ja nur die Rede von drei Buddler, die ich da reinholen soll. Hey, du. Ich hätte das nicht gemacht. Ich habe drei Kerle losgeschickt. Alles klar. Dann kannst du wegen mir rein. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. So. Halt! Geh mir aus dem Weg, Wache. Ah, in Ordnung. Du kannst passieren. Alles klar. Na, bist du auf dem Weg in die Mine? Eigentlich will ich zu Raven. Hey, versuch den Tempel zu betreten und du bist so tot wie die Gefangenen hier. Sieh lieber zu, dass du in die Mine kommst. Warum sind sie tot? Die haben sich kaputt geschuftet. Komm ich nicht so einfach rein, ne, zu Raven. Mal schauen. Oh, hier liegen aber überall Tote rum. Nur Müll dabei. Mit ihm hier schnacken. Gardist? Wer bist du? Hey, willst du buddeln gehen? Dann vergiss nicht, dich bei Sketty einzudecken. Was brauche ich denn? Nun, zumindest eine Spitzhacke. Etwas Proviant kann auch nicht schaden. Oder wie wäre es mit Heiltränken? Da unten gibt's Minecrawler. Mhm. Erstmal den Lederbeutel und so mit. Sehr gut. Etty kenne ich auch noch. Was muss ich übers Goldhacken wissen? Eine Spitzhacke in die Hand nehmen und auf einen Goldklumpen draufschlagen, das kann jeder. Aber dabei zersplittern viele Nuggets. Deshalb sollten nur Leute hacken, die was davon verstehen. Ich kann dir noch mehr erzählen, wenn du etwas Erfahrung mitbringst. Wie läuft das Geschäft? Seitdem die Gruft offen ist, werde ich nicht mehr viel los. Raven hat keine Verwendung mehr für die Sklaven, deshalb packen sie jetzt das Gold. Auf Anordnung von Bloodwyn. Und die Butler ruhen sich aus. Butler, die sich ausruhen, sind nicht gut fürs Geschäft. Bloodwyn? Hat er hier was zu sagen? Er hat die Aufsicht über die Mine. Aber er ist so gut wie nie hier unten. Die meiste Zeit verbringt er bei Raven im Tempel. Was genau bedeutet so gut wie nie? Das letzte Mal habe ich ihn gesehen, als er aus der Gruft kam. Nein, warte. Das letzte Mal war er hier, als er die Sklaven zum Goldhacken geschickt hat. Im Gegensatz zu Raven hat er ein großes Interesse an Gold. Hm? Was ist das für eine Gruft? Eine verfluchte Unglücksgruft. Die Wächter der Gruft haben viele Männer getötet. Wächter? Redest du von Wesen aus Stein? Ziemlich flach mit rundem Kopf? Genau die meine ich. Zu Dutzenden kamen sie aus den Tiefen des Steins. Ich wusste von Anfang an, dass es nicht gut ist, die Gruft auszubuddeln.
Aber Raven war wie besessen von der Idee, dort zu graben. Und als die Gruft endlich freigelegt war, ist er mit seiner Garde dort reinmarschiert. Was wollte Raven in der Gruft? Du bist ziemlich neugierig. Erinnerst mich an einen Kerl, den ich mal kannte. Der war genauso neugierig. Und das ist ihm irgendwann zum Verhängnis geworden. Komm zur Sache. Was ist in der Gruft passiert? Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Hey, Scatty, nicht jetzt. Das hier ist wichtig. Also, was hat Raven dort gemacht? Na schön. Er hat etwas gerufen, beschworen. Er rief immer wieder Worte in einer fremden Sprache. Helles Licht drang aus der Gruft und dann hörte ich einen Schrei, der mir durch Mark und Bein ging. Ein dämonischer Schrei. Und? Weiter? Mehr weiß ich nicht. In dem Augenblick kam Bloodwyn aus der Gruft und hat mir gesagt, ich soll verschwinden. Und das habe ich dann auch getan. Es hat auch gar nicht so lange gedauert und Raven ist mit seinen Jungs wieder im Tempel verschwunden. Seitdem hat sich Raven nicht mehr blicken lassen. Willst du was trinken? Wenn du ein Bier hast, das wäre jetzt genau das Richtige. Bier gibt's nämlich kaum hier im Lager. Aber vielleicht hat Lucia noch eine Flasche. Wohl bekomm's. Boah, das schmeckt gut. Danke, Mann. Du bist mein Held. 500 EP, nice. Lass uns handeln. Was hat er denn hier? Kram, den ich nicht brauche. Die Heiltränke kann ich auf jeden Fall kaufen. So. Der Rest ist nicht so wichtig. Junge, warum ist hier der Wind so heftig? Dann gehen wir jetzt mal da in die Mine. Ich hoffe nur, dass er jetzt, wenn er das neue Gebiet hier lädt, nicht abstürzt wieder. Macht er ja ganz gerne. Einfach mal testen. Oh, der muss hier gar nichts laden. Eine schwebende Spitzhacke, was ist das denn? Ah, jetzt geht's wieder. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ich will das nicht gemacht. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nichts Neues. Das hätte er auch selbst. Daran wird sich nie was ändern. Trümmerschlag, nice. Ich weiß ja nicht, wie lange ich hier an so einem Gold hacken kann. Aber jetzt werde ich hier zum Goldschürfer, Junge. Gold Rush, the game. Auf geht's. Nochmal eine Runde. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Mist. Dann machen wir hier nochmal eine Runde Gold Rush, the game. Auf geht's, Leute. Das wird der heftigste Cleanout aller Zeiten. Komm, los. Trümmerschlag, los. Ja. Ich habe mein Wissen wieder gesteigert. Sehr gut. Mich brauchst du dich nicht zu fragen. Den Trümmerschlag, komm. Nochmal zwei. Ich frag ja gar nicht. Komm schon, los. Noch mehr Gold. Gib's mir. Ich brauch das Gold. Der war doch sturzbetrunken. Trümmerschlag. Das interessiert mich. Und nochmal der Trümmerschlag. Meine Meinung kennst du ja. Ach, der gibt jetzt auch nichts mehr, der Golddings da. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Milio, Mensch. Ich will auch gerne da Gold buddeln an der Stelle. Du bist der Garras. Mit dir will ich mal eine Runde sprechen, mein Freund. Hey, du. Warte mal. Gibt's Probleme? Minecrawler. Jede Menge Minecrawler. Wir sind hier auf ein Nest gestoßen. Okay. Warum greifen wir die Crawler nicht an? Hab ich auch gefragt, aber die Garde hatte Wichtigeres zu tun. Bloodwyn hat es mir überlassen, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Ich schätze, du hast nicht vor, dich mit den Crawlern anzulegen. Warum sollte ich? Damit wir an das Gold kommen, das in der Höhle ist? Das meiste wird sich eh Bloodwyn reinziehen. Und für das bisschen, das ich kriege, riskiere ich nicht meinen Hals. Wenn du dich mit den Crawlern anlegen willst, lass dich nicht aufhalten. Nur lock sie nicht alle hier rauf, ja? Kannst du mir noch was über Bloodwyn sagen? Ja, er ist ein goldgieriger Bastard. Er kontrolliert jede neue Ader und jeden Klumpen. Für Gold ist ihm kein Weg zu weit, aber wir sind ihm scheißegal. Und sonst? Er hält sich für den Größten und kann's nicht leiden, wenn jemand besser dasteht als er. Okay, ich würde trotzdem nicht gegen ihn antreten wollen.
Geh ihm am besten aus dem Weg und reiz ihn nicht. Es sei denn, dass er wütend wird und seine Beherrschung verliert. Okay. Dann werde ich jetzt mal hier den Crawlern zeigen, wer hier der Boss in der Mine ist. Er sagen hier hat, kommt her! Ja, und nur diese Crawler, die normalen Minecrawler, sind ja noch nicht mal Soldaten. Easy. Da ist nichts zu holen. Zwei Schläge. Ist so ein Vieh platt. So. Oh, da bin ich, glaube ich, ein bisschen zu offensiv gegangen. Eieiei. Okay, ich mach die aber mit zwei, drei Schlägen platt. Ich muss die jetzt nur einem nach dem anderen wegklatschen hier. Gehen wir jetzt hier ein bisschen rüber. Oh, nicht so ganz so viele, nicht ganz so viele. Na, zwei Stück sind schon mehr als genug. Oder einer, ich will am liebsten nur einen. So, komm her, mein Freund. So, easy. Komm, 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 komm. So, auch weggeklatscht. Ich will erstmal wieder schön speichern hier überall. Sag doch, einem nach dem anderen, dann ist das easy going für mich hier. Komm her. So. Du bist jetzt auffällig. Bam. So, was haben wir denn hier für feine Sachen? Trank, Minecrawler-Zangen, Bruchrolle, Buddlerfleisch, Buddlerfleisch, Dunkelpilz, Trank, sehr schön. Nehmen wir auch mal alles mit. Oh, hier ist noch ein Lederbeutel, da ist bestimmt ordentlich Gold drin, hoffe ich zumindest. So, dann werden wir jetzt nochmal eine Runde Gold schürfen hier. Verbessere deine Fähigkeiten, mein Freund. Trümmerschlag. Gibt's nichts mehr zu holen. Hier wird das gar nicht angezeigt, wie mein Goldschürfen ist. Lol. Okay. Egal. Ich kümmere mich trotzdem hier um die Goldquellen, die hier noch sind. Eigene Fähigkeit prüfen. 45%. Da kriege ich aber echt gut Goldbrocken raus. Kann ich nachher alle verkaufen. Muss nur gucken, dass ich jemanden finde, der mir einen guten Preis für das Gold bezahlt. So, Trümmerschlag wieder hier. Hab ich gar keine Fähigkeit mehr dazu. Hier gibt's nichts mehr zu holen. So, dann gehen wir mal ans nächste Ding. Kurz wieder speichern hier zweimal. Zack. Womit denn? Womit denn? Ach nicht, die Spitzhacke ist kaputt gegangen. Womit denn? Deine Spitzhacke ist kaputt gegangen. Ernsthaft? Junge! Eine Holzfäller-Axt. Ernsthaft? Eine Holzfäller-Axt. Das ist doch schon mal schöner Spruchrolle. Lederbeutel. Kann man auch gut gebrauchen. Gucken wir mal in die Lederbeutel rein hier. Was haben wir denn da alles drinne? Oh,
94 Gold habe ich. 100 Goldmünzen. Schick. Gefällt mir. Was haben wir hier noch? Nochmal 2x25 Goldmünzen. Nehmen wir auch mal mit hier, ne? Können wir uns ja auch mal gönnen. So, hier haben wir noch ein bisschen Feuerwurzel. Schicke Sache. So. Ja, dann muss ich mir auf jeden Fall bei Sketti gleich nochmal ein paar Spitzhacken holen, je nachdem. Weil dann will ich hier weiter Gold schürfen auch noch. Das wird mir nämlich bestimmt auch nochmal ein gutes Sümmchen einbringen, wenn ich hier schön Gold verticke. So, Moment. Guck mal eben ganz kurz hier noch, ne? Wenn ich dann in die Kiste gehe, kriege ich bestimmt Ärger, oder? Nur hat keiner was gegen gehabt. So, das sollte es gewesen sein. Die Crawler sind erledigt. Bloodwain ist schon auf dem Weg. Das ist doch das, was du wolltest, oder? Ich meine, du hast die Crawler abgemetzelt, damit Bloodwain herkommt. Also, was immer du vorhast, tu es jetzt. Ja, dann werden wir jetzt Bloodwain auch abmetzeln. Oh je, ich bin mir nicht sicher, ob ich den schaffen werde. Der hat ein dickes Schwert auf jeden Fall. Ah, sieht gut aus, Bloodwind, ne? Eine richtig schöne Höhle zum Sterben, mein Freund. Warte mal. Du hast die Minecrawler getötet? Gut, ich übernehme jetzt. Los, verschwinde. Warte mal. Du bist noch nicht weg? Wir haben noch was zu klären. Ich suche Raven. Ja, und warum glaubst du, dass Raven ausgerechnet mit dir? Warte mal. Du bist das? Du bist der Kerl, den wir die ganze Zeit gesucht haben. Was machst du hier? Du solltest längst tot sein. Das sagt man mir dauernd. Diese Pünden haben alle versagt. Aber an mir wirst du nicht vorbeikommen. Dieses Mal erledige ich dich. Wie ich bereits sagte, es ist Raven, den ich suche. Du bist nicht wichtig für mich. Ich werde dich töten. Ich habe bis jetzt jeden Kampf überlebt. Alles hat mal ein Ende. Nein, das stimmt nicht. Die Wurst hat zwei. Mein Freund. Gut geredet. Genug geredet. Lass uns kämpfen. Es ist sowieso zu spät für dich. Raven ist gerade dabei, den Tempel zu öffnen. Stirb, Mistkerl! Boah. Okay. Okay, der haut auch zweimal zu gerne. Ja. Boah, Junge. Uiuiuiui. Gerade so geschafft. Okay. Seinen Schlüssel und den Kopf haben wir bekommen. Puh. Sehr gut. Junge, Junge, Junge. Da hast du dich mit dem Falschen angelegt. Haha. Gut. Das erste, was ich jetzt erstmal mache, mich schlafen legen. Das ist immer das Wichtigste nach so einem Kampf. Kurz das Spiel nochmal speichern. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Was gesaved ist, dass ich den Typen umgeklatscht habe. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. In der Mine werde ich mich noch genauer umschauen. Also ich müsste jetzt Raven eigentlich auch locker schaffen können. XP brauche ich noch zum Level up. Oh, knapp 500 noch. Dann bin ich aber schon Stufe 14 mittlerweile. Problem bei Raven wird seine Waffe sein. Der hat eine richtig, richtig, richtig üble Waffe. So, schlafen legen. Zack. Okay, meine lieben Freunde. Ich würde aber sagen, wir sind für heute, auch wenn hier der Knochen eines Skelettes liegt, am Ende der heutigen Gothic-Folge angekommen. Gothic 2, die Nacht des Raben. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über eine Bewertung, genauso auch über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Und dann sehen wir uns morgen zum nächsten Part, wo es vielleicht schon Raven an die Gurgel geht. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.